Der Kanadier Guy Delisle ist der weltgewandteste Comicautor der Gegenwart. Nach spektakulären und vielfach ausgezeichneten Reisereportagen in Comicform über China und Jerusalem, Myanmar und Nordkorea dokumentiert der vielreisende Delisle nun die Geschichte einer realen, über 100-tägigen Entführung im Nordkaukasus. Geisel heißt das neue Album von Guy Delisle schlicht, ein Ausflug in die Hölle. Guy Delisle hat uns dorthin mitgenommen. Aber vorher gehen wir mit ihm in die Stuttgarter Stadtbibliothek zum Zeichnen. Stift und Papier hat Guy Delisle immer dabei. Aus einem einfachen Grund. It's really the joy of drawing. Aus Freude am Zeichnen. Einfach da zu sein. Man verbringt viel Zeit damit, sich anzuschauen, was vor einem ist. Das machen wir im Alltag nur selten. Es ist wie bei einer Meditation und es macht vor allem Spaß. Beobachten kann er, ziemlich gut sogar. Mit seinen gezeichneten Reportagen aus aller Welt hat er sich einen Namen gemacht. Dabei erzählt er nur, was ihm passiert. Zum Beispiel bei einer Musikaufführung in Pyongyang. Die Mädchen zeigen ein Miss World-Lächeln, zu dem sie sich mehr schlecht als recht zwingen. Und mit großer Befriedigung führt man diese kleinen Marionetten vor. Das alles ist von so einer Kälte und Traurigkeit zum Heulen. Wenn ich Orte wie Nordkorea oder Jerusalem beschreibe, beruht das immer auf meinen Notizen. Ich denke mir nichts aus. Alles basiert auf meinen Aufzeichnungen, aus denen ich mich bediene. Es sind also immer meine eigenen Erfahrungen. Das macht seine Bücher unterhaltsam, weil sie immer aus dieser ehrlichen Ich-Perspektive erzählt werden. Kleine Geschichten über fremde Kulturkreise. Zur Fastenzeit in Jerusalem zum Beispiel. Sein bebilderter Alltag ist mal lehrreich, dann wieder schockierend oder einfach nur amüsant. So, komm, leg dich schön hin. Schlaf, Kindlein, schlaf. Scheiße. Aber in Delils neuem Buch, das er am Montag in Stuttgart vorgestellt hat, ist alles anders. Denn zum ersten Mal erzählt er nicht von sich, sondern von den Erfahrungen einer Geisel. 1997 wird Christophe André, Mitarbeiter der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, im Nordkaukasus von tschetschenischen Separatisten entführt. Sie kommen mitten in der Nacht und überwältigen ihn. Einer der Männer führt mich in ein leeres Zimmer. Dann holt er ein paar Handschellen hervor und macht mich an einem Heizkörper fest. Ich konnte mir gleich vorstellen, wie es sein muss, wenn dir die Freiheit genommen wird. Und habe mich gefragt, wie es sein würde, einen ganzen Tag in einem Zimmer verbringen zu müssen. Aber wenn das über Monate so weitergeht, wie schafft man das, ohne verrückt zu werden? Das hat mich fasziniert. Tag für Tag ist Christophe an die Heizung gefesselt, abgeschottet von der Außenwelt, ohne Informationen. Jeder Tag wie der davor. Heute ist der letzte Tag im Juli, der 31. Schon einen Monat werde ich jetzt hier festgehalten. Einen Monat. Mir kommt es vor wie ein Jahr. Mein Ziel war es, den Leser spüren zu lassen, dass beim Blättern der Seiten Zeit vergeht. Und auch wenn du schneller blätterst, kannst du dich dem nicht entziehen. Du musst da trotzdem durch und spürst, wie die Tage, wie die Zeit vergeht. Das war mir sehr wichtig, weil es eine essentielle Erfahrung der Geisel war. Mit Erinnerungen an alte Schlachten lenkt sich Christophe zumindest ein paar Stunden des Tages ab. Immer wieder aber packt ihn die Verzweiflung. Ich kann nicht mehr. Holt mich hier raus. Kommt doch endlich irgendwer. Guy Delisle nutzt die Mittel des Comics perfekt aus und vermittelt die Gedanken und Gefühle des Gefangenen sogleich auf mehreren Ebenen. Die Geisel, ein ungewöhnliches Lese- und Anschauerlebnis.